Ich hab keinen Bock. Ich habe dich in Krange erlebt. Ja, es war schlimm genug. Ich kann es nicht. So, wir sind jetzt hier in der Geisterstadt, ne? Ja. Geisterstadt ist was, ne? Ja. Und für mich die Premiere. Ja, für mich nicht. Ja. Für mich aber Horror. Du wirst dich wieder so benehmen, wie als wäre es die Premiere. Ich werde mich diesmal versuchen, wirklich. Soll ich mal auf den Knopf drücken? Was? Soll ich mal auf den Knopf drücken? So, es geht los. Hey! Ah! Das ist ja geil mit dem Luftzug. Ja! Nebel war im Gang aber auch nicht ganz schlimm. Sehr nice. Und Nebel ist für Hunter wichtig. Ich mag Nebel, ich bin Nebelfan. Ich weiß. Auch wenn ich nachher rekommandiere, ne? Hast du im letzten... Ich hau den Nebel nachher raus. Ah! Ah! Oh, Nein. Sehr, sehr schön. Also, ich kannte sie aus eurem Video, also das du mit dem Junkie da gemacht hast, aber diese Animatronics sind schon echt cool gemacht. Das was die Sache ist, ne? Ja. Auf den Videos, diese, zum Beispiel diese... diese Luft. Genau, meinte ich ja, ne? Die merkt man gar nicht im Video, ne? Und das ist eben das Krasse, weißt du? Ja, und die hat echt eine gute Gesamtatmosphäre. Ja, eine gute Gesamtatmosphäre. Ist schade, ich glaube, es gibt Momente, wo da drei Leiferschrecker drin sind. Ja. Ein bisschen mehr terrorisiert. Wie auch hier sogar drei auf dem Podium sind. Ja. Und ich auch dahinter, da oben aufstellen, super. Eine so geile Wand. Hab ich doch gesagt, ich hab mich mehr angelassen. Die beste. Obwohl ich die kannte jetzt von den Videos. Ja. Ja. Das, live ist das richtig und geil. Und ohne Leiferschrecker. Ja. Du hast keinen Leiferschrecker gehabt? Nee. War bei euch jemand? Bei uns war jemand. Ja, der hat's am Schluss der Koch kam halt rein. Ach so, kam halt rein, ja. Der dunkle Part da drin, ja. Diese lange, ja. Da steigen die manchmal drauf, stellen sich vorne auf den Wagen und du bekommst es nicht mit. Ja. Und dann rütteln die halt so ein bisschen und dann geht das Licht an und dann steht er da vor dir. Das wäre so, aber die hat echt so dichte Momente und diese Puppen sind so geil. Ist der Hammer. Wie war es denn, deine erste Geisterbahn? Ich bin hellauf begeistert. Krass, ne? Ich habe noch nie so eine Geisterbahn erlebt. Ja? So, also ich bin ja eh nicht so schrecker, aber ich habe da echt ständig nur rumgegrölt. Man hat es draußen gehört. Und ich finde die einfach geil. Also, die ist unabhängig, eng, ob man sich dunkel, da erschreckt oder sonst was, die ist atmosphärisch so. Die ist eng, die ist dunkel, hat eine dichte Atmosphäre, voll mit Nebel, die Animatronics kommen die so nach vorne. Ich finde es halt schade, dass so wenig Erschrecker heute drin waren.
Ja. Das könnte mehr sein. Da hat Spanni gerade auch was erzählt. Da gibt es ja eine Stelle in diesem Dunkelpart, wo die sich angeblich mal auf den Wagen stellen. Da müssen mindestens drei Leiterstecker sein. Ja. Ich will die einfach nur weg. Ich will die einfach nur weg.